So, jetzt haben wir hier die Moderne, sehe ich wunderbar, ein Vordertonstein, Tonstein. Was ist aus, was wollen Sie machen oder was? Durch den Denkmalschutz, wir haben relativ wenig Dachüberstand, da wird also von außen nicht mehr viel passieren, das soll verputzt werden. Ja. Außendämmung reicht der Dachüberstand nicht, insofern müssen wir da von innen gucken. Und außen der, aber dann ein Kalkputz oder ähnliches gut, hat uns das vorgeschrieben. Zwei, drei Lager Kalkputz mit Gewebe, eine schöne Anstrichtechnik, kann man schon fast einziehen. Würde ich sagen, ne, das ist okay. Wissen Sie, was der für einen Wert hat? Der Stein, guter Isolierstein, halbe Isolierstein? Also er ist nicht gefüllt. Ich kenne den Wert nicht aus dem Kopf raus, aber der Wert ist einigermaßen okay. Ein bisschen was aufbauen nach innen sollten wir noch. Es wäre schon wichtig, wenn wir die Berechnungsgrundlage machen für unsere Wandhaltungssystem, brauche ich die Werte, um was der Energiebedarf mehr abdecken müsse und so weiter. Also es muss ermittelt werden, was das für ein Stein ist. Ja, das plus inseitig, das ist doch schon. Wir kennen genau den exakten Typ von dem Stein. Wunderbar, kann man das nachvollziehen. Fenster, Dreiglas, zweifach. Zweifach verglast. 0,09 oder sowas? Nee, 1,6. 1,6 gesamtes. Als UW, genau, UW. Der komplette Fensterwert. Ja. Mit echten Glasteilen gesprossen. Wunderbar, ganz fantastisch. So, dann gehen wir mal langsam in die Innenseite. Mhm. So, ach, hier haben wir wieder Fachwerk. Ganz fantastisch. Das war auch noch wichtig von der Denkmalbehörde oder hat man das als optische Highlights? Das ist auch von der Denkmalbehörde vorgegeben worden, wie das zu machen ist. Ja. Also das sollte so. Aber das ist komplett erneuert worden. Die Seite hier ist komplett erneuert, genau. Jawohl. Und auch da wieder dahinter gesetzt die Ziegelwand. Die Wand, selbstverständlich. Gehen wir natürlich genauso vor wie auf der Straßenseite. Mhm. Hier haben wir zum Glück ein angenehmes Dachüberstand auf der zweiten Ebene sowieso. Aber die Farbtechnik, Putztechnik ist die gleiche wie außen. Ja. Für Holz wie viele Fache. Mhm. Das ist selbstverständlich. Ob ich eine Ärger, wunderbar, dass wir ob das Dach noch ausbauen. Ist aber eine ziemlich große Fläche. Geht. Ja, wie viele Quadratmeter? Also es werden zwei Wohneinheiten, in Summe 280. Ja, ist okay. Jetzt Ihre Frage bitte. Genau. Durch das vorgebaute Fachwerk vor die Wand ist hier zwischen eine Lücke entstanden. Da, bis oben hin. Bis oben hin. Ja. Das ist speziell jetzt hier im Erdgeschoss der Fall. Das Fachwerk springt weiter vor. Oben ist die Lücke größer und dann gleich mit einer Holzfaserplatte ausgekleidet. Klasse. Aber hier ist jetzt im Prinzip diese Lücke drin und die Frage, was man damit macht, wegen der Dämmung, dass da jetzt nicht irgendwo wir auch Probleme kriegen, dass da irgendwo Wasser reinkommt. Ja, Sie haben ja schon mitbekomme, Luft darf nicht sein, also Hinterluft oder Zwischenluft. Also hier muss hier eine Dämmstoffschüttung rein. Also wir nennen das auch dann Kerndämmung, was an sich gut ist, also bauphysikalisch überhaupt kein Problem ist. Nur wie kriegen wir die hier rein? Das ist genau. Die Frage. Die Wand steht. Es gibt da zwei verschiedene Materialien, wo ich gut kenne und wo wir haben. Das eine ist ein Schüttgut, das nennt sich Seine, ist ein mineralisches Gestein aufgebläht. Oder X-Clay, das ist ein sehr gutes Schüttgut. Das Seine, Mineralschüttgut, kann man blasen. Das heißt, man würde hier im Prinzip Löcher einfräsen, so mit einem Kernbohrer, so wie man es erkennt, auch in der Elektrobranche, und würde hier dann das Material einblasen. Muss natürlich dementsprechend hier auch abgedichtet sein. Ja. Wenn ich dann nicht blase, klar. Hier, das heißt, man müsste hier irgendwie was davor setzen. Zum Beispiel hier so ein Stückchen Holz oder sowas, oder auch eine Leibungsplatte, und dass es dicht ist. Ja. Und im Prinzip kann man dann verfolgen, aber es müsste vorher schon komplett dicht sein, schon kommt es raus. Ja. Das heißt, das Stück, was ich hier hinmache, muss bleiben. Ja, sonst kommt es auch raus. Schon kommt es wieder raus, vollkommen klar. Genau. Ja. In dieser Richtung, ja. Wäre eine andere Alternative, bevor die Fassade von außen fertig ist, da im Prinzip ein, zwei Steine rauszunehmen und von da was reinzublasen auf der Fachwerkseite? Wäre, glaube ich, einfacher.
Denke ich nämlich auch. Gut, gut mitgedacht. Klasse. Ehrlich, klasse, finde ich fantastisch. Also, da war ich war immer inne, aber ist so viel einfacher. Ja, ja gut. Toll, 1-0. Gut, danke. Ja, bitte. Ihre Frage war ja im Prinzip, hier ist ja schon Stoppfolie dazwischen oder Holzweichfaserplatten. Ja. Der Rest kann man auffüllen mit irgendwelchen Stoppfolie auf Hans- oder auf Holzwolle-Basis. Mhm. Die lässt sich einfach gut stopfen hier. Mhm. Ja. Die nächste Frage von meiner Seite ist, wollt ihr Eckschienen machen oder was man so oft hat, die Rundschienen? Die gibt es in verschiedenen Variationen. Mhm. Rundung 1 cm oder 3 cm oder hier. Das sind extra Putzschienen für Lehmbautechnik, weil ganz einfach der Lehm sich hier durch die Löcher rausdrückt, die nächste Schicht und so entsteht eine hervorragende Verbindung. Okay. Ja. Das also in der Modernen macht man oft Eckwinkel, bei den historischen Bauten einfach die Rundwinkel. Sie haben die Wahl und die Qual sozusagen. Jetzt kommen wir zu dem Anliegen, was Sie ja haben: genau. Fenster. Jawohl. Das sind ja historische Fenster wahrscheinlich. Genau. Ja. Aufklappbar, so zweiflügelig. Einflügelig. Einflügelig. Aber trotzdem mit einer Sprossenteilung. Sprossenteilung. Aber trotzdem gut. Einflügelig ausgeführt. Die werden ja wahrscheinlich hier auf das Holz gesetzt. Ist das unser Nullpunkt hier vorne? Die werden in das Mauerwerk, sollen die eingebaut werden? Das ist der Nullpunkt. Die Einbauebene ist hier am vorderen Ende des Mauerwerks. Richtig, sehr schön. Das heißt, wir müssen das zwei Sachen beachten. Wie kriege ich die Winddichtigkeit? Mhm. Dann muss ein Dichtungsband rein. Und wie geht unsere Leibung, dass hier keine Kälte einkommt? Ja? Mhm. Das heißt, wie ist der Rahmen, wie dick? Der Rahmen sind 65 mm. 65 mm. Wir haben jetzt, wenn wir hier kommen, haben wir im Prinzip 62 plus 22 gibt 64 mm. Also wir haben 64 mm plus minus, schaffen wir das schon. Das heißt, das Fenster wird eingebaut. Mhm. Hier kommt ein Lehmputz drauf. Das ist eine Leibungsplatte, wärmeisolierend. Mhm. Die machen wir auf Null, stoßen die vor. Bis ganz vorher. Mhm. Hier kommt das Fenster ja dran. Da oben drauf. Anschließend wird das hier nochmal verputzt mit einem Zentimeter Material, so dass wir vielleicht 5 mm im Holz sind. Mhm. Und jetzt haben wir nämlich alles gewährleistet. Dichtungsband. Ja. Hier kleben wir natürlich ein Papier an. Wenn das der Holzrahmen wäre, muss hier ein Papier angeklebt werden. Das ist was zwischen Dichtungsband und noch frei ist, stopfen wir aus, auch wieder mit Hanfwolle. Mhm. Kein PU-Schaum. Nee, ja? nee. Und anschließend Dichtungsband hier angeklebt und hier verputzt. Mhm. Da haben wir alles gewährleistet. Okay. Isolation, Winddichtigkeit und isolierte Wärme gegenüber dem Mauerwerk. Gut. Und da muss man halt teilweise, wie hier, der Stein einfach abmachen, einfach eine Flex nehmen, runterflexen, querflexen. Ja. Braucht das Richtmaß. Ja. Der Schreiner soll festlegen, was für Zentimeter er braucht gegenüber dem Mauerwerk, in dem Mauerwerk drin. Gut. Einfach bup. Okay. Und natürlich viel Arbeit, ja? Ja. Gut. Okay, gut.